Moment. Seht ihr mich übrigens mal auf der Kamera? Und jetzt? Hier kann man so tolle Sachen machen. Sehr schön, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist meine neue Werkstatt. Du hast richtig gehört und du hast auch richtig gesehen. Das ist meine neue Werkstatt, das ist the place to be. Es sind schon ein paar Dinge da, also fast mein komplettes Equipment steht schon hier. Ich werde einfach mal eine kleine Tour geben, damit du weißt, wo ich ab sofort meine Videos hier für diesen Kanal drehen werde. Also, da hinten, wo ich eben durchgegangen bin, das ist so der Haupteingang und der ist relativ groß. Der ist 3,60 Meter breit und hier die Deckenhöhe sind so circa 2,50 Meter. Und ihr seht, man kann mit dem Anhänger hier reinkommen. Ein kleines Wort mit der Zufahrt vom Auto, ich werde das kurz zeigen. Ihr seht, das geht hier um eine Ecke und deswegen ist es eher schlecht, wenn man mit dem Auto hier reinfahren möchte. Geht zwar auch, aber wird jetzt nicht so gang und gäbe sein, dass ich hier mit dem Bus reinfahre. Daneben ist noch ein Raum, den zeige ich euch gleich. Also bleibt am Video dran. Dann gehen wir schnell wieder in die Werkstatt rein, denn hier ist es schön warm drin. Warum die warm ist, zeige ich euch gleich. Und hier drin ist es auch nicht so nass. Also, das hier ist so der Haupteingangsbereich. Das sind 9,5 Meter auf 3,60 Meter. Und dann haben wir hier rechts auch schon einen kleinen Nebenraum. Den zeige ich euch jetzt als erstes. Das wird die zukünftige Schweißwerkstatt und hier drin stehen so folgende Arbeiten drin an, was hier drin passieren soll, also welche Arbeiten ich hier irgendwann ausführen möchte. Ich werde hier drin schweißen, flexen, also alles, was Funken produziert. Das ist ein abgetrennter Raum, wenn da irgendwo Funken hinfliegen, muss ich keine Angst haben, dass die dann in den Holzbereich fliegen. Hier seht ihr noch ein Loch, das wird aber noch zugemacht. Das sind alles Projekte, die jetzt in Zukunft hier auf dem Kanal kommen werden. Hier steht meine kleine, aber feine Drehbank. Die hat jetzt auch ihren Platz gefunden. Eventuell kommt die hier oben an die Stirnseite. Ihr seht, das Licht da funktioniert noch nicht richtig. Das sind auch alles Arbeiten, die jetzt noch kommen werden. Und ihr seht einen Neuzugang meiner Werkstatt. Und zwar habe ich mir eine Kaltkreissäge gekauft. Das ist quasi eine Kappsäge für Metall. Die produziert keine Funken, ist nicht so laut und schneidet sehr, sehr akkurat. Diese Metallkappsäge soll aber nicht in diesen Raum, die soll hier an diese Wand, die ist ja relativ lang. Das bedeutet, da wäre ein optimales Metalllager. Man kann den Anhänger reinschieben, und kann das Metall direkt ins Regal legen. Und wenn der Anhänger draußen ist, kann man einfach sich Metall aus dem Regal holen, auf den Rollwagen legen und kann dann direkt an der Kaltkreissäge zuschneiden. Eigentlich so wie bei Holz, nur mit Metall. Hier war früher eine Grube, die sieht man ja, die ist zu betoniert und hier ist ein super guter Boden und aus irgendeinem Grund haben irgendwelche Vorbesitzer da Beton oder Gussestrich drauf gemacht. Da haben wir mal probiert, wie gut er weggeht. Geht sehr gut weg. Also das kommt hier alles weg, dann wird das hier wieder schön plan und hinten die Kerbe in die Werkstatt ist nicht so steil. Jetzt gehen wir mal in den Hauptarbeitsraum. Hier wird so alles passieren, was mit Holz zu tun hat. Dieser Raum hier ist 10x10 Meter, sprich 100 Quadratmeter und ist eigentlich alles sehr, sehr gut aufgeteilt. Wir haben oben einen fetten Stahlträger, daran kann man zur Not mal was hochheben. Könnte man einen super coolen Bandsägewerk bauen, weil man da noch schwere Teile hochheben kann. Vielleicht sind das auch so Projekte, die in Zukunft kommen werden. Und jetzt zeige ich euch erstmal den Hauptfilmraum oder Hauptfilmecken. Das ist hier dieser Bereich. Da seht ihr auch schon, dass ich so ein paar Teile mal hingelegt habe, einfach, dass sich das hier alles so ein bisschen verteilt. Die Wand hier wird weiß gestrichen, diese Wand hier hole ich raus, mache oben das alles weiß und eine neue Wand kommt hier rein. Diese Zwischenwand hier kommt raus und hier haben wir dann auch nochmal einen großen Bereich. Hier haben wir ein schönes Metallregal, da habe ich einfach diese Kisten geholt und habe es ins Regal reingestellt. Und hier haben wir auch jede Menge Platz und ihr seht ja, hier liegt einiges an Zeug rum, was noch zusammengebaut werden muss und irgendwie ein bisschen organisiert werden muss. Hier neben dran ist noch eine Halle, die ist meinem Vermieter, aber den habe ich bis jetzt da drin noch nie gesehen. Und genau, ansonsten, das da gehört nicht mir, dieser Raum hier gehört rein mir. Dann gehen wir hier gerade einmal weiter, das hier ist auch noch ein Regal, das kommt wahrscheinlich noch weg. Das sieht nicht nur instabil aus, das ist es auch, deswegen liegen da nur die leichten Absaugschläuche drauf. Hier seht ihr ein bisschen Zeug, was ich einfach mal aus dem Weg gelegt habe, damit ich es irgendwie irgendwo hinräumen kann, weil ich habe jetzt noch nichts, wo ich es reinräumen kann. Das hier ist ein Umluftfilter. Schreibt gerne eure Fragen in die Kommentare. Ist es einfach ein Luftansauggerät quasi, wird vielleicht für eine andere Maschine bestimmt sein. Dann haben wir hier noch einen riesen Ecken, also jede Menge Platz. Und schaut euch allein mal hier diese Hobelmaschine an, die verliert sich hier in diesem Raum. Heizen ist natürlich immer ein Thema und das ist eigentlich immer so ein relativ leidvolles Thema, weil irgendwie ist es immer teuer, irgendwie funktioniert es nicht gut, an manchen Stellen funktioniert das gar nicht und ich habe hier drin leider gar keine Heizung. Brauche ich auch nicht, denn meine Werkstatt wird hier quasi immer
beheizt. Ich zeig dir warum. Daneben dran, beziehungsweise oben drüber sind noch Wohnungen. Ja, das sind Wohnungen. Zum Lärm werde ich gleich was sagen. Und die müssen natürlich beheizt werden. Und deswegen ist hier nebendran eine Pelletheizung. Und hier läuft der Kamin lang, beziehungsweise der Schornstein. Und das Ding da macht meine Werkstatt quasi immer warm. Und ich muss nichts dafür machen. Ist das nicht cool? Die Deckenhöhe hier in diesem Raum sind übrigens 2,75 Meter. Also noch genügend Platz für mich, wenn ich alles auf einer Palette stehe, an die Decke. Und hier wird auch überall eine neue Beleuchtung reinkommen, damit eben hier diese Videos perfekt beleuchtet sind. Das wird auch ein eigenes Video. Also wie gesagt, ich kann nur sagen, der Großteil an Zuschauern, die dieses Video hier schauen, haben meinen Kanal nicht abonniert. Also würde ich mich jetzt freuen, wenn er jetzt den Abonnier-Button drückt, denn ihr seht, hier ist so viel, was man drin machen muss. Und das wird es alles als Video auf diesem Kanal hier geben. Also klickt doch auf Abonnieren, würde mich mega, mega freuen. Ich zeige dir dann noch einmal das Regal. Das war ein Autoreifenregal und das war schon drin. Das ist fest an der Wand befestigt, super massiv. Und ich habe, als ich umgezogen bin, meine ganzen Sachen hier in diese Blechkisten reingeworfen. Und die konnte ich jetzt einfach mal hier reinlegen und kann sie jetzt nach und nach einfach aussortieren, was ich jetzt direkt an der Wand brauche und so weiter und so fort. Noch eine Frage, kommt OSB an die Wand? Das ist tatsächlich eine Frage, die wurde mir so extrem oft beim letzten Livestream gestellt. Da habe ich einen Livestream auf Instagram gemacht. Also wenn du das auch das nächste Mal nicht verpassen willst, kannst du mir dort auch folgen. Da gibt es jetzt immer Updates zu dieser Werkstatt. Und das hier wird hier quasi so dieser Hauptfilmbereich. Das heißt, die Kamera wird quasi auf diesem Bereich hier filmen. Und ich habe mir überlegt, OSB an die Wand zu machen, aber es ist eigentlich nicht wirklich notwendig. Ich werde die Wand weiß streichen und werde einfach einen Streifen Multiplex an die Wand machen. Das sieht viel cooler aus als OSB. Ist nicht wirklich teuer, weil ich nicht viel Multiplex brauche und werde dann an diesem Multiplex mein Werkzeug anbringen. Das heißt, ich hoffe, ich habe damit die Frage geklärt. Ich werde die Wände nicht vollständig mit OSB beschlagen. Das Multiplex wird in etwa hier so vorbeilaufen. Dann ist alles noch schön hell, weil nicht die ganze Wand voll beschlagen ist. Man braucht es auch nicht. Was brauche ich da oben in 2,70 Meter OSB? Ist nicht wirklich notwendig, kann also weiß bleiben. Zu der Vorgeschichte hier zu dieser Werkstatt. Hier war früher ein Steinmetz drin. Das bedeutet, hier wurde immer mit schwerem Gerät gearbeitet. Und ich gehe mal davon aus, dass aus diesem Grund auch so ein fetter Stahlträger ist. Weil der hat garantiert den auch benutzt, um schwere Sachen hochzuheben. Sonst wäre das hier nicht so extrem massiv gebaut. Auf jeden Fall war hier ein Steinmetz drin. Hier war vorher der Frank drin, der ist auch super, super entspannt gewesen. Genau, der hat hier mit Motorrädern gearbeitet, vorher ein Steinmetz. Also war hier quasi immer ein Betrieb irgendwie drin, der Lärm gemacht hat. Oben drüber sind Wohnungen, aber ich habe ganz, ganz explizit mit dem Vermieter abgemacht oder halt auch besprochen, dass ich hier drin Maschinen auch relativ lange benutzen werde. Jetzt nicht sonntags nachts, aber von morgens bis abends. Und das ist abgeklärt. Also sollte es da eigentlich keine Probleme geben. So viel dazu. Ich bin mir noch am Überlegen, ob ich hier dieses Tor an einer Stelle geöffnet lasse, dass ich quasi von hier diesem Bereich in die Metallwerkstatt noch gehen könnte. Ich fände es ganz cool, so ein kleiner Durchgang. Habe ich auch in einer anderen Werkstatt noch nicht gesehen. Auf jeden Fall wird das hier großzügig zugemacht und innen wird ein Blech dran geschlagen, dass die Funken nicht in den Holzraum können, dass wirklich alle gefährlichen Funken in dem Raum dann eben drin stehen bleiben. Thema Elektrik. Ich habe jetzt bis jetzt nur eine Starkstromsteckdose hier in dieser neuen Werkstatt. Und natürlich müssen wir da noch ein bisschen was ergänzen, damit ich die ganzen Maschinen benutzen kann. Sprich, der Langbandschleifer und diese ganzen Altmaschinen, die brauchen halt mittlerweile Starkstromsteckdosen. Also denke ich, dass wir hier noch so circa 10 Starkstromsteckdosen ergänzen werden. Ich bin mal am Überlegen, also für euch zur Orientierung, hier rechts, dort ist ja so der Arbeitsbereich, wo ich dann mit Akkuschrauber, mit Stemmeisen und so weiter arbeite. Das bietet sich einfach an, weil man hat einfach auf dieser Ecke eine schöne klare Sicht. Die Wände sind schön gleichmäßig und man hat halt kein Regal, was dann im Hintergrund blöd aussieht. Und aus dem Grund ist das dann so der Hauptarbeitsbereich, wo Teile zusammengeführt werden. Und hier habe ich mir schon so ein bisschen überlegt, dass hier so ein paar Maschinen hinkommen werden. Hier ist die ganze Wand relativ frei. Das heißt, dort könnte zum Beispiel eine Bandsäge stehen. Hier könnte vielleicht eine Tischkreissäge stehen, eine größere. Und dann habe ich auch immer noch genügend Platz in den ganzen anderen Ecken in der Werkstatt. Das bedeutet, das hier wird wahrscheinlich so der Bereich, wo so die schwereren Maschinen hinkommen werden. Dann gibt es noch eine Sache. Ich würde hier drin gerne Drechselkurse machen, weil sich der Platz einfach anbietet. Man hat die Gegebenheiten und das Ganze stimmt einfach vom Setting her. Wenn du Lust auf einen Drechselkurs hast, dann kann sie mir gerne unten mal eine Mail schreiben. Die schreibe ich dir unten in die Videobeschreibung. Schreib mir einfach eine kurze Mail. Schreib mir deinen Namen. Okay, hey Philipp, ich würde gerne einen Drechselkurs bei dir machen. Das ist einfach nur für die Leute, die sich dann bei mir per Mail melden. Dann kann ich mich bei denen direkt melden. Und dann haben die halt eher eine Chance, dass die direkt
direkt am ersten bzw. an den ersten Drechselkursen dann dran teilnehmen können. Ist, denke ich, ganz cool. Ihr müsst keine dicke Jacke anziehen, weil es hier drin schön warm ist. Hier hat jeder genügend Platz. Jeder wird seine eigenen Drechseleisen bekommen, seine eigene Drechselbank, sein eigenes Spannfutter. Alles so, wie es halt in einem richtigen Kurs dann ablaufen muss. Und ich gebe euch dann so ein bisschen Hilfestellung und sage euch einfach, wie was drechseln. Du kannst mir auch gerne mal dann die Mail schreiben, auf was du persönlich Lust hättest zu drechseln. Denn gerade die, die sich bei mir per Mail melden, die werde ich mich dann komplett anpassen mit dem Drechselkurs. Das heißt, ich frage euch, hey, wir können das machen. Was möchtest du machen? Aber dafür müsst ihr euch bei mir per Mail melden. Mail melden. Also hier dieser Raum ist 10x10 Meter, 100 Quadratmeter. Das da hinten sind 9,5 Meter auf 3,60 Meter. Und dieser kleine Nebenraum hat, glaube ich, 5 Meter mal 2,50 Meter. Das ist der Metallraum. Aber ihr habt noch keine Toilette gesehen, kein Waschbecken oder. Wo ist das? Das ist neben der Werkstatt. Ich zeig's dir. Hier seht ihr noch einen Raum, der ist nicht ganz so groß wie die Werkstatt, aber das hier sind ca. 35 Quadratmeter. Hier sehen wir eine kleine Küche, also ist eigentlich alles da, was man braucht, wenn man hier den ganzen Tag arbeitet. Wir haben eine Küche, wir haben einen Herd und viel mehr braucht man natürlich auch nicht. Und das ist halt eben die Toilette. Und was hier relativ speziell ist, da ist nicht nur eine Toilette, Licht. Ja, das massive Licht. Hier ist sogar eine Dusche. Also ich plane eigentlich nicht, die zu benutzen, aber in welcher Werkstatt hat man schon eine Dusche? Also das habe ich auch bei fast keiner anderen Werkstatt gesehen. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit diesem Raum hier machen werde. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was man hiermit machen könnte. Also ich habe noch keine Ahnung, also ich weiß es wirklich nicht. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn du das in die Kommentare schreibst. Das ist meine neue Werkstatt. Ich bin sehr, sehr stolz, ehrlich gesagt, drauf und ich kann es selbst noch nicht glauben, dass ich wirklich dieses Teil gefunden habe, weil das hier ist wirklich die perfekte Werkstatt, in meinen Augen. Ich glaube, so viel kann man auch jetzt im Moment gar nicht dazu sagen. Die Wände werden weiß gemacht, die eine Wand wird rausgeholt, der Boden wird ein bisschen rausgeholt, besseres Licht an die Decke, mehr Steckdosen und dann ganz, ganz viele coole Projekte, bei denen ich mich freuen würde, wenn du mit am Start wärst. Also, du kannst jetzt gerne deine Nachricht in die Kommentarfunktion schreiben und ich denke, ich werde hier vielleicht sogar ein eigenes Fragen- und Antwort-Video machen, in der Werkstatt natürlich dann hier drin und deswegen hau raus, was geht. Ich werde jetzt hier erstmal noch ein bisschen knoddeln, damit es hier auch bald ordentlich mit den Videos losgehen kann. Und ich bedanke mich bei dir, dass du vielleicht jetzt auch schon mehrere Jahre hier bei diesem Kanal dabei bist. Mir haben Leute geschrieben, dass sie mich seit 2016 verfolgen und bin ich echt sehr, sehr happy drüber, dass ich so eine geile Community habe und dass ich dich dazu zählen darf. Das ist nicht selbstverständlich. So, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag, freue mich auf deinen Kommentar und wünsche dir einen ganz tollen Tag. Nochmal. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector.